Folge 2 vom Let's Challenge Super Event mit Daniel, meinem lieben Gast. Hallo Daniel. Hallo Dennis. Hallo, der mich ganz schön in den Arsch fiep. Zumindest, weil er mich dreimal besiegt hat letztes Mal. In Belgien kann es noch mehr werden. Das stimmt. Das wird lustig. Ja, wir haben schon gesagt, wir werden in Belgien viel zusammen machen. Vielleicht involviert das auch Videospiele. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Wahrscheinlich, ja. Jetzt wird erstmal im Miso-Gebirge abgefeiert. Miso-Gebirge, das klingt sehr japanisch. Das ist in Japan. Wir fahren 10,4 Kilometer und haben natürlich japanische Autos am Start. Ja. Nissan, Hondas und was, wie sie alle heißen? Nissan und Hondas. Jetzt gucke ich auch mal nach den Stats. Na, das ist doch in Ordnung, das habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Ne? Ja. Ach, das sieht am schneidigsten aus, ne? Das sieht echt gut aus. Das kannst du aber nehmen. Am schnittigsten. Ich nehme doch jetzt hier kein Ford oder Chevrolet, ey. Ganz ehrlich, ich bin in Japan, da möchte ich auch mit der traditionellen japanischen Kultur ein bisschen. Hier, so Nissan GT ist doch was Schönes. So. Oh, okay. Ich habe mich schon entschieden. Baff. Nimmst du den Honda? Wirst mich wahrscheinlich jetzt gleich wieder fertig machen. Ja. Es steht 2-0, tatsächlich. Wir machen Best of. Warte, für wen? Für dich. Ach, für ja. Daniel. Ach, stimmt, ja, ja. Okay. Für den Gast. Hm? Für den besten Mann. Das sollte nochmal erwähnt werden. Ja, wir werden. Für das beste Pferd im Stall. Wir werden natürlich so lange weiterspielen, bis ich bei irgendeiner Best-of-Variante gewinne. Und wenn es Best-of 72 sein wird. Daniel. Fabian und Karin haben es gerade geschafft, Mario zu schlagen. Also Bowser. Im zweiten Durchgang. Im ersten Durchgang. Au, guck mal, ich habe mein Auto schon komplett zerlegt, du aber auch. Ja. Nein, ich bin hinter der. Du bist immer noch vor mir. Ich bin immer vor dir, weil ich so gut bin. Siehst du, also wir beenden das gleich, die ganze Geschichte. Oh, die Serpentin, das erinnert mich. Ich schenke dir jetzt aber nichts mehr, ne? Ich fahre jetzt. Ja, gut. Und ich fahre jetzt auch hier und oh, ich fresse meinen eigenen Staub. Ich habe gewonnen. Wenn du kaputt bist. So schnell kann es gehen. Aber natürlich müssen wir jetzt hier weitermachen. Ist das auch Best of Three? Es ist Best of Three. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal gewinne, dann habe ich gewonnen. Wenn du jetzt gewinnst, dann machen wir ein drittes Rennen. Und dann steht's. What? Wir hätten jetzt gewonnen. Gewonnen, ich. Warum? Was war das jetzt? Sehr schön. Einmal hier werden Cheats benutzt. Das sind diese geheimen Knöpfe auf diesem komischen Controller. Diese blauen und grünen, ja. Die man in richtigen Reihenfolge drücken muss. Okay, also ich sag mal, okay, einmal habe ich gewonnen. Ja, okay. Und einmal hast du das verkackt. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade los war, aber egal. Dann lass mal was anderes ich glaub, wir können die Regeln nicht so ganz. Ach, das war jetzt gerade so ein spezielles. Oh, Paris. Paris Zeitfahren, 5 Runden. Also die wir Stadt haben der Liebe, okay, ja. Weiter. Zum Rennen. Aber da können wir wieder nur die Dinger nehmen. Aber Paris, da, ja gut, dann fahre ich wieder in den Ford. Hot Hatch. Du gewinnst ja in jedem Auto, ist ja scheißegal, was du fährst. Das sieht man ja gerade. Ne? Ja? Ja, außer in so einem Honda. Honda ist halt wirklich... Das ist Japan, ne? Honda ist ganz schlecht. Honda ist schwierig. Aber ich hatte doch einen Mazda, oder? Ist doch auch Herpa. Herpes? Was? Herpes, ja. So, Paris, das sieht ja wunderschön aus. ESPN überträgt live nach Amerika. Hm? Ja, der Sportsender schlechthin. Ford Series Racing. Oh, das geht hier gleich los. Oh, fliegt der Start. Aber noch ist nichts. Ich bin da oben, ne? Ja. Wieso bist denn du vorne? Ja, weil Schimo. Wir machen jetzt nur Höchstgeschwindigkeit, ne? In 5 Rennen. Ach so, es ist ja hier Zeit, ne? Ist ja egal, wer vorne ist. Es ist genau, ja, es geht einfach nur, wer den am meisten Speed hat. Wer den dicksten Eier hat. Welche dicken Eier? Bitte, wer am meisten Speed hat. Hast recht. Ich habe gerade sehr viel Speed. Und ich habe gerade ganz schön dicken Knall gehabt. Den hast du immer. Den hast du immer. Wo? Feuerwerk! Feuerwerk! Ja, im Hintergrund ist Feuerwerk. Ja. Die feiern nur uns beide. Ist dir das klar? Verstehen. Ist das nur wegen uns, ist das hier? Sieht aber ganz hübsch aus, ne? Ja. Fällt mir. Für die damalige Zeit, als diese Spiele entwickelt wurden. Letztes Jahr. Echt jetzt? Ja, es ist von 2013, das Spiel. Soll ich damals schon Need for Speed Underground, was auch immer, damals so viel besser aus? Nee, also ich muss dazu sagen, es ist jetzt auch auf 720p gestellt, damit wir hier die flüssigen 60 Bilder pro Sekunde haben. Ach so. Also es könnte jetzt auch noch ein bisschen schärfer sein und so, aber... Okay, ja, dann stelle ich mir das vor, weil ich nehme kurz meine Brille ab, dann... Ja, und schon ist es... Wow. Boah, ist das irre, ey. Wahnsinn. Wie, du bist schon in Runde 2? Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich schaffe nur 150 km/h hier oder sowas. Das ist aber so, weil ich fahre eine Scheiße zusammen. Ach, bitte jetzt nicht so gut. Ja, aber es ist doch so. Ja. Gib's doch mal zu, ich fahre halt einen. Ja. Ein Rotz fahre ich hier. Ein Rotz? In Kasachstan sollte ich auch Auto fahren. Das Problem ist, es war minus 25 Grad. Hier, da fahren die Autos nicht vernünftig. Nein, die haben da Diesel und das ist das Problem, das friert dann ein, das Zeug. Ja, wie? Und das ist denen nicht bewusst, dass Diesel bei minus 25 Grad. Doch, die machen dann ein kleines Lagerfeuer unter dem Auto. Da kannst du noch Schaschlik machen, ne? Ach so, da kannst du gleich noch einen Schaschlik braten. Ja. Das Problem ist, als wenn das. Wir hatten dann unseren eigenen Fahrer. Ja. Oh, wie dekadent, das können nur Geologen. Ne? Das können nur Geologen. Werdet Geologen, ja? Werdet Geologen, ja, einen eigenen Fahrer. Unbedingt. Für 15 Euro am Tag.
Und das ist genial. Aber auch nur Kasachstan und Turkmenistan. Aber der war richtig nett, ne? Ja. Also der war richtig cooler Typ, ne? Ja. Kann man nicht sagen, das Problem ist, unser Auto ist dann eingefroren auf dem Weg zum Flughafen. Dann hat man ein kleines Problem. Das ist blöd. Ja, dann mussten wir ab. Weil das Flugzeug, das kommt ja zu einer gewissen Zeit und verlässt es zu einer gewissen Zeit. Was, den das Ort Land. Da? Ja. Aber diesen kleinen, süßen Ort da, mitten in der Steppe. Kasachische Steppe. Kasachische Steppe, die ist wunderschön. Das glaube ich. Aber auch geologisch interessant, das ist die Frage. Sie ist flach. Also nicht? Nee. Okay. Ja. Mädels, lasst euch das gesagt sein. So sehen das Geologen. Flach? Flach, gleich uninteressant. Interpretiert da nicht zu viel rein. Es geht hier um Wissenschaft, das ist was anderes. Wissenschaft, die Wissenschaft. Wissenschaft. Und pass auf, ich habe gerade die 200 Kilometer Grenze schon, also km/h. Ja, Kilometer pro Stunde Grenze. Achso, ja, wir müssen ja physikalisch korrekt sein. Bestzeit ist bei mir 58 Sekunden, bei dir ist es 57, scheiße. Und ich ist ja auch schon, ups, achso, Stunde muss noch eine Sekunde schneller sein. Mein Ziel ist, eine Sekunde schneller zu sein, aber ich kriege das nicht hin, ich bin so scheiße. Au! Ich wollte driften und hab's total verkackt. Ja. So wie immer. Immer. Mist! Und mein Auto ist auch schon totaler Schrott, glaube ich. Ja, mach ich auch aus, aber hier ist eine Tour 3 Fell. Was sehen wir eigentlich in Belgien? Was ist denn das Schönste, was wir da sehen können? Also nicht das Atomium, wovon immer alle schwärmen. Schwärmen? Es ist ja bekannt, also in Brüssel, dieses Atom-Dingens-Modell. Das ist aber ziemlich hässlich. Also wenn man die Weltzeituhr in Berlin gesehen hat, dann hat man das. Also, das ist auch nicht spannend. Das mag richtig sein. Ich habe gestern was gesehen, ne, so bei Google Maps und so ein Zeug. Bitte, bitte. Und zwar ist es das Strip-Museum. Da habe ich mir schon richtig was Schönes erhofft. Aber das Ding ist halt einfach nur, das ist ein Comic-Strip-Museum. Das Comic-Strip-Museum genau. Ist es doch, oder? Das gibt's doch in Brüssel. Tim und Struppi und so. Das geil ist das. Der belgo-frankische Comics sind ja fantastisch. Also ja, genau. Tim und Struppi, Asterix und Obelix und wie sie alle heißen, da gibt's ja noch ein paar. Die Schlümpfe. Die Schlümpfe natürlich. Mhm. Kommt ja fast alles, was in unserer Kindheit irgendwie geil war, kommt aus Belgien. Ja. Und witzigerweise, was auch in der Kindheit unserer Eltern schon geil war, kommt aus Belgien. Also, ich meine, das ist ja alles schon. Was? Naja, es ist ja in den 70er und 80ern war das ja auch schon alles groß und so. Mhm. Also, das ist meine Mutter, ich komme aus der DDR, aber die haben trotzdem Asterix gekannt. Neben den, wie sind die? Digidax oder so? Die Digidax. Siehst du, dafür bin ich schon leider viel zu jung. Da bist du viel zu jung. Na, das ist nicht mehr mitbekommen. Wie viel jünger bist du eigentlich als ich? Ich? Ich bin 25. Wie alt bist du? Ich werde 25 und zwar circa 2 Monate nach dir. Naja, siehst du, sind wir doch gleich alt. Du bist doch nicht 25. Ich bin erst in 2 Wochen 25. Ja, genau. Hast du recht. Also vom Ausstrahlungszeitpunkt dieses Videos könnt ihr mir fast in einer Woche schon gratulieren. Macht das mal, schickt Geschenke. Ich freue mich immer bei Kekse und Kuchen. Aber nach Belgien? Nee, nach Löwen. Nach Löwen bitte. Nach Löwen bei Belgien, bei Brüssel. Bei Löwen bei Belgien. Löwen bei Belgien. Wie viele Runden fahren wir? 5, ne? Genau, wir sind schon mal in der 5. Runde. Ich habe jetzt schon 56 Sekunden. Aber ich bin gerade der, nee, mein Freund. Ich bin Bestzeit 56 Sekunden. Ziel ist von dir 56 Sekunden. Nein! Möchte man mal dazu sagen, ja? Einen Moment, dann müssen wir uns nicht mal anstrengen. Muss ich vielleicht mal über belgische Schokolade unterhalten. So, jetzt mal 30 Sekunden Stille, wo du nur fährst. Das fantastisch machst. Wofür ist Belgien bekannt? Für Schokolade und Kinderschänder. Wofür wurde Schokolade erfunden? Naja, um die Kinder anzulocken. Aha. Ja? Der Feier ist. Ich meine, das ist der Klassiker, den muss jeder mal. Und! Er ist seine letzte Runde gefahren. Ich gratuliere. Vielen Dank. Das war mein zweiter Sieg. Es steht 2-2. So schaut's aus. Daniel. Ich würde sagen, jetzt müssen wir noch mal ein großes Le Grand Finale machen. Le Grand? 24 Stunden von Le Mans. Jawohl. Aber hallo, in Echtzeit. In Echtzeit. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Wir schalten mal hier durch, was es alles gibt. Hm. Gut, dass man sich die Strecken nicht erst noch freischalten muss. Paris brauchen wir nicht. Jasmarina. Eine GP-Strecke, ich habe keine Ahnung. Bestimmt Spanien oder sowas. Indianapolis hatten wir. Chicago könnten wir noch machen. Der Babaschlauch. Wurscht. 5 Runden. Oh, Hongkong. Ey, das Hongkong ist das große Finale, oder? Das große Finale. Schlag ein. So ist es. Ich würde sagen, jetzt geht es um die Wurst. Um 5,1 Kilometer Wurst. Das ist eine richtig lange Wurst. Und aber wir dürfen wieder nur unsere scheiß... Na gut, ich fahre wieder den scheiß Alfa Romeo. In dem Fall muss ich den Ford auswählen. Musst du den Ford auswählen. Genau, dann haben wir wieder Gerechtigkeit hier. Genau. Das Wichtigste beim Autorennen. So. Dann nehme ich jetzt mal das Kabel von meinem Wireless-Controller ab, damit ich noch ein bisschen freier mich bewegen kann. Das kann ich ja nicht machen, aber schlag mich dabei nicht. Du hast keinen Wireless-Controller. Ja, das ist das Problem. Wenn ich das mache, dann bleibe ich stehen. Das ist blöd. So, und es geht los. Go. So. Jetzt rammt er mich schon wieder, die Sau. So. Spieler 2, du bist so ein unfairer Fahrer. Was heißt denn unfair? Wir haben doch gesagt hier. Ja, es geht um die Wurst. Es geht um die Wurst in 5,1.
zack, und frisst das. Ja, hat hier aber jetzt auch nicht so viel genutzt. Ist auch irgendwie gegengefahren. Ja, aber das ist ja alles berechnet. Beachte doch mal die wunderschöne Umgebung. Das ist ja nicht wie in Sleeping Dogs, ne? Das ist doch genau die gleiche Gegend. Das ist vor allem bestimmt auch dieselbe Engine. Das sieht ja fast genauso aus. Haben wir hier auch ein Hackebeil oder sowas? Oder ja, Bohrer ins Bein. Bohrer ins Bein. Ziehen wir es durch, wie bei Sleeping Dogs. Wo sind hier das Drive-By-Shooting? Ich weiß nicht. Ne? Ich glaube, man muss hier die oberen Schultertasten drücken, dann kann man schießen. Nee, klappt nicht. Jawohl, jetzt haben wir ein richtiges Flair hier. Ich habe die richtige Taste gedrückt, das war's. Ich fühle mich wie im Cockpit. Du hängst doch aber nur in der Schlussstange. Ja, kein Cockpit. Ist wahrscheinlich es gibt Cockpit übrigens in Grid 2 keine Cockpit-Perspektive, was so ungefähr eine der schlimmsten Sachen ist, die es gibt. Ich hätte noch nicht alles nicht geschaltet. Codemasters hat gesagt, dass sie das. Bam! Aber ich sehe, wenn ich nach oben gucke, dass du hier an mir vorbeiziehst. Ist schön, ne? Nein. Codemasters meinte, nur 10% aller Leute benutzen in den Dirt-Spielen die Cockpit-Perspektive. Deswegen haben sie gesagt, für Grid 2 lassen sie es einfach weg. Weil für 10% programmieren sie sowas nicht. Aber ey, ganz ehrlich, so mal hin und wieder Cockpit ist doch ganz geil. Das macht schon Spaß, ne? Aber es ist halt auch viel Arbeit, das zu programmieren. Oh, scheiße. Einen Moment, ich sehe jetzt nur eine Staubwolke und tschüss. Verdammt! Warum passiert mir das ständig? Ja. Diese Dreher. Diese Dreher. Dieser Faritus Interruptus. Weil das Interruptus? Ich bin noch was anderes Interruptin. Ja. Vergiss mir die Sache. Und dann reden wir über was Intelligenteres. Über was Intelligenteres? Wo bist du denn? Ich bin irgendwo hier vorne. Ich bin voll in der Cockpit-Ansicht, die nicht existent ist. Deshalb, und süß hier lang, das ist wie mit dem Motorrad. Ich erinnere mich voll an die Strecke, hier sind die Leute, links und rechts wird gratuliert bei einer Minute 50. Wahnsinn. Und bam, das war's. Nein! Ich bin nein! The best of the du best. Monster! Das kannst du noch in Berlin erzählen. Wieso willst du da auch mit Schokolade Leute ködern oder was? Wie sieht's aus? Nein. Aber Feuerwerk nochmal für uns. Ich finde, das ist ein treffender Abschluss. Daniel, ich gratuliere dir zu deinem Sieg. War eine schöne Let's Challenge. Wir werden die Revanche haben. Bestimmt, mit einem anderen drauf. Spiel wahrscheinlich. Aber mit einem anderen Spiel, ich muss auch sagen, wie gesagt, Autofahren ist nicht so meins. Wir müssen irgendwas anderes, dann wollen wir uns richtig aufs Maul. Hast du aber gut gemacht. Machen wir gut dafür. Einen Moment. Darauf nochmal eine Cola aus der Glasflasche. So schaut's aus. Ist bestimmt kein Bier, weil Alkohol ist nicht gesund, Leute. Also nicht. Ne? Vor allem nicht beim Autofahren. Das sowieso nicht. Ja, möchte ich jetzt mal beim ganzen Ernst. Ne? Ist ja nicht gut. Wirklich, lasst es bleiben. Lasst es bleiben. Wenn ihr Alkohol trinken wollt, dann Koma saufen in irgendeiner Bar, aber nicht. Oder bei Dennis in der Wohnung. Bei Dennis bietet sich dafür an. Richtig. Adresse sage ich, steht in der Videobeschreibung. Also nette Menschen. Richtig. Gut, Dankeschön, Daniel. Bis zum nächsten Mal. Danke für deine Gastfreundschaft. Immer gern. Ich wünsche dir was. Macht's gut. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Baka, baka.